meine lieben Freunde, euer Paralink ist wieder am Start und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Legend of Spyro The Eternal Knight. Ich denke, das hier wird jetzt der letzte Versuch bei diesem Boss hier, denn ich bin noch auf Full Life und ich muss es jetzt nur noch hinkriegen, dass er noch einmal gegen diese Wand rennt. Ich denke, wenn ich das noch einmal hinkriege, dann sollte der Kampf eigentlich beendet sein. Drachenzeit. Nein, 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 bitte kein Hitstun, bitte kein Hitstun. Huh, okay, aufpassen. Ich darf mir jetzt bloß nicht allzu viel erlauben. Und ja, erledigt. Nice. Okay, hätten wir das auch geschafft. Hallo, willst du nicht mal... Ah doch, er wird jetzt auch genau... Das ist wirklich einfach nur ein Recycling von dem Bosskampf, ne? Die sind sowas von cool. Vielleicht kriegen wir ja jetzt ein besseres Zimmer. Können wir wenigstens was beim Zimmerservice bestellen? Sparks, wir müssen hier weg. Etwas Schreckliches wird passieren. Ich weiß. Wenn ich nicht bald was zu essen krieg, raste ich aus. Ich hab's! Warum spuckst du dich ein bisschen funkende Magie und jagst das Tor in die Luft? Spyro, du bist in Gefahr. Ich habe eine Nachricht von einem anderen Gefangenen für dich. Nimm. Juhu, Fanpost. Lieber Freund, im Schiff geht ein Gerücht um. Es hat sich schnell verbreitet, dass du hier gefangen bist. Viele der Gefangenen sind besorgt. Es heißt, der Affenkönig hätte eine Belohnung auf dich ausgesetzt. Und auf alle anderen Drachen. Das sind dunkle Zeiten. Aber wisse, du hast Verbündete. Ich freue mich auf den Tag, an dem wir uns treffen. Jäger von Avalar. Sehr schön formuliert. Besonders der Teil über die dunklen Zeiten und die Gefahr. Jetzt ist Showtime. Liebe Gäste der Arena, wir haben großartige Nachrichten, was einen unserer Kämpfer angeht. Sollen wir ihn holen? Es geht das Gerücht, dass dieser kleine lila Drache etwas ganz Besonderes sein soll. Was sagst du dazu, Drache? Was ist an dir so großartig? Das einzig Großartige, was du uns zeigen wirst, sind großartige Schmerzen! Bringt den Henker her! Und das ist jetzt ein Recycling vom Eiskönig, kann das sein? Wie mache ich da? Oh mein Gott! Wie soll ich gegen den ankommen? Ja, Maul, 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 Maul. So. Was mache ich gegen den? Ich habe absolut keine Ahnung. Nee, das bringt absolut nichts. Was zur Hölle? Ich versteh's nicht. Wie soll ich gegen den kämpfen? Oh, haltet doch die Schnauze. Okay. Er macht mir mit einem Schlag zumindest nicht so viel Schaden. Ich scheine auch... Oh mein Gott. Ich scheine ihm gut Schaden machen zu können, wenn ich hoch springe. Aber ich glaube, ich habe ein Konzept. Ich glaube, ich habe ein Konzept. Springen und von oben angreifen. Ich denke, das wird es sein. Komm, mach mal deine Stampfattacke, genau. So. Okay.
Nein, 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 das, machen wir es mal mit Drachenzeit. Das, also was? Die Stampfattacke hat mich getroffen, obwohl ich in der Luft war? Liebe Gäste der Arena. Ich verstehe das Konzept von diesem Bosskampf nicht. Okay, sein Schild habe ich ihm schon mal abgenommen. Na Gott. Okay, okay, sieht gut aus. Nein, ich bin im Hitstun. Ich bin im Hitstun. Habe ich ihn? Oh ja, ich habe ihn. Gott sei Dank. Oh mein Gott. Das ging schneller als erwartet. Ja, jetzt leg dich hin. Schön, schön. Mir scheint, wir haben es hier doch mit Größe zu tun. Dieser kleine Drache hat alle besiegt, die wir ihm präsentiert haben. Aber grämt euch nicht, Freunde des Sports. Heute Abend gibt es einen ganz besonderen Bonuskampf. Cool, ein Bonuskampf. Spyro der Drache gegen die frühere Königin der Qualen. Ah, ich dachte doch, sie ist böse. Guck mal, mein Auge zuckt wieder. Wie in alten Zeiten, was, Spyro? Cinder, ich kämpfe nicht gegen dich. Entspann dich. Ich biete nur der Meute eine gute Show, während wir überlegen, was wir tun können. Wie, du vertraust ihr? Sie will mich fressen. Was ist hier los? Ich will raus. Ich will raus. Ich will rein. Ich will rein. Bleib weg von mir. Hilfe! Cinder! Spyro, hier lang. Das ist eine Öffnung. What? Cinder war hier! Oh fuck, das werden jetzt bestimmt wieder nervige Kämpfe. Das heißt Kugelpower. So viel zum Thema Kugelpower. Ich sollte vorsichtiger sein. Ja, ja, Spyro, schon klar. Okay, Moment. Obwohl, warte, wenn ich auf Erde gehe. Hallo, Erde. So. Und dann das hier mache. Okay, Moment, Drachenzeit. Mal ein bisschen auf sie einprügeln. So. Nochmal. Okay, der große ist down. Die Kleinen sollten an sich jetzt nicht mehr das größte Problem sein. Okay, gut. So, überlegen. Ich wechsle mal lieber wieder auf Eis. Weil Eis hat mich bis jetzt noch nicht enttäuscht. Und gegen die Kleinen komme ich ja relativ gut klar. So. Und hier haben wir, warte, den frieren wir erstmal ein. Und down. Perfekt. Eis ist immer noch die beste Waffe im Spiel bis jetzt. Und wo geht's jetzt lang? Kann ich das... Achso, ich kann das zerstören. Okay. Trifft den Stein? Stell dich... Ach so, Moment, Drachenzeit. Zack.
hier auch wieder. Wow. Ja, okay, hier auch. Drachenzeit und rüber. Und was jetzt? Hier runter? Nee. Hier durch? Hä? Wo geht's lang? Hä? Ich blick's grad nicht. Geht ja auch ohne Drachenzeit, Alter. Guck mal an. Hä? Ich versteh's nicht. Wo geht's lang? Hier muss es doch lang gehen, oder? Ich kann einfach drüber springen, Alter. Aua! Oder auch nicht. So. Aber wo geht's lang? Ich sehe den Weg nicht. Moment. Hä, ich blick's nicht. Moment, Leute, wir sehen uns gleich. Oh, Leute, ich hab's gefunden. Aber ganz ehrlich, wie soll man darauf kommen? Hier. Hier ist ein Schalter. Wenn man den betätigt, kommt da so ein Fass rausgerollt. Und das müssen wir... So, als ob uns das sofort tötet. Ey, wenn wir jetzt wieder am Anfang anfangen, ne, dann werde ich wütend. Naja, okay, wir starten hier. Das geht gerade noch. Ah, ich glaube, das könnte stressig werden. So ein Geschicklichkeitsspiel in einem Spiel mit so einer Steuerung, na, ob das so gut ist. So. Leg dich hin, Kumpel. Na gut, versuchen wir es nochmal. Wie dumm ist das denn gemacht? So, roll drüber. Leute! Fuck. Das werde ich nicht schaffen. Muss ich das vielleicht mit Drachenzeit machen? Das bezweifle ich eigentlich, weil... Nein, nein, nein. Versteh's nicht. Wie soll ich das machen? Ah, Mann, 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 ey. Das kann ja mal wieder was werden. So, komm. Weg mit euch. Zack. Und... Komm, leg dich, Bruder. So, können wir mal gucken, ob wir wieder ein bisschen was aufsteigen können. Ja, können wir. Ich möchte eigentlich bei Eis erstmal bleiben. Also werten wir da erstmal ein bisschen weiter auf. Das dauert tatsächlich sehr, sehr lange in diesem Spiel. Finde ich eigentlich dumm eigentlich, aber naja. Okay, jetzt warte ich eben, bis es komplett drüber ist. So. 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 Wait, what? W-
War das jetzt richtig? Dahinter ist eine Lebensmaske. Ja, schön und gut, aber... Moment. Muss ich das jetzt allen Ernstes nochmal machen? Come on! Das Spiel nervt mich im Moment ein klein wenig. Aber na, du bleibst da drauf. So. Drüber rollen lassen. Und drüber. Drüber. Und jetzt muss ich die Tür da aufspringen, oder? Was? Hä? Ich blick's nicht. Was soll ich tun? Oder soll ich das hier vor explodieren lassen? Oh. Nochmal. Also langsam. Es nervt mich, dass das Spiel so irgendwas ist. Das fand ich in The New Beginning sehr viel besser. Dann lasse ich es da jetzt einfach mal gegen. Ja, so ist es auch gewollt. Meine Fresse, ey. Langsam kompliziert. Gut, ich dachte schon, die Flucht von dem brennenden Schiff wäre zu einfach. Soll ich jetzt hier drauf rumlaufen oder was? Nein, 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 soll ich nicht. Ich soll von Balken zu Balken springen, oder? Warte. Eins, zwei, drei und los. Warte. 3, 4, 5. Hä? Moment. 1, 2. Nein. 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 Ich verstehe den Rhythmus nicht. Okay, ich bin irgendwie durch. Keine Ahnung wie, aber ich bin durch. So. Und das bedeutet jetzt... Hä? Ach so, ja, Eiselement. Manchmal vergesse ich das. Ich wollte gerade sagen. So, ja, ich schätze mal hier lang. Aber ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle mal. Also, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Abonnieren, wenn ihr mich unterstützen wollt. Kommentare sind immer gerne gesehen. Und ciao, Leute!